Hallo zusammen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Bilderserien. Ich hatte euch ja im Vorfeld gefragt, wie ihr diese Bildergeschichte findet, und das Feedback war durchaus positiv. Also fangen wir heute mal gemeinsam an. Übrigens werde ich sehr wahrscheinlich nicht zu jeder dieser neuen Folgen etwas sagen. Bei diversen Wohnhäusern lohnt sich das einfach häufig nicht, aber das entscheide ich dann spontan im Einzelfall. Wie ihr bereits lesen konntet, zeige ich euch heute die in Leipzig so bekannten und umgangssprachlich bezeichneten Globuswerke. Die, die diesem Hobby schon länger nachgehen, werden hier in Leipzig dieses Objekt kennen und vielleicht auch selbst schon einmal hier gewesen sein. Als wir 2014 mit diesem Thema starteten, waren die Globuswerke schon zum Teil beräumt, aber fangen wir am besten beim Urschleim an. Vor gut über 140 Jahren, im Jahr 1878, startete die Fritz Schulz Junior AG chemische Fabriken und Kieselkreidebergwerke, Blechemballagen und Kartonagenfabriken mit Firmensitz in Leipzig-Konnewitz, genau gesagt in der Hardenbergstraße 11. Dort befindet sich heute übrigens ein Parkplatz. Die beiden Firmengründer waren Fritz Gustav Max von Philipp, seinerzeit königlich bulgarischer Generalkonsul, und sein Bruder, der Naturwissenschaftler Dr. Hans Waldemar von Philipp, königlich bayerischer Generalkonsul und Hofrat. Die Firma stellte in ihrer sehr langen Geschichte vor allem Reinigungsmittel, Pflegeprodukte sowie Schädlingsbekämpfungsmittel und Kartonverpackungen her. Um 1900 entstanden im Ausland auch zwei Tochterunternehmen, The Globe Polish Company Limited in Stratford, London, und die Fritz Schulz Junior Company in Lincoln bei New York. In Leipzig-Plagwitz entstand 1897 in der Limburger Straße 72 und 74a bis D der Hauptsitz der Fritz Schulz Junior AG, das hier gezeigte Werk. Nur wenige Jahre nach dem anfänglichen Bau wurde die Anlage 1905 sowie 1909 bis 1911 nochmals erweitert. Es entstanden diverse chemische Lager, vor allem im Keller. Diese waren durch tunnelähnliche Gänge auch miteinander verbunden. Es gab Nebenlager, Labore für Tests, ein eigenes Kraftwerk, ein Verwaltungsgebäude sowie üppig große Fabrikhallen und Werkhallen. Übrigens zählen der Vollständigkeit halber noch die Klingenstraße 15c sowie die Gießerstraße 46 zum Werk. Der monumentale und damals sehr moderne Stahlbetonbau mit Eisenbeton-Rippendecken entstand im späthistorischen Stil mit Jugendstilformen
Damals entstand auch eine heute ebenso unter Denkmalschutz stehende überlebensgroße Plastik am Haupteingang des Werkes. Diese stellt einen aus Stein gefertigten kolossalen Atlas dar, welcher in kniender Haltung einen Globus auf seinen Schultern trägt. Die Figur stilisiert vermutlich den weltweiten Handel, in der das Unternehmen über Jahrzehnte sehr erfolgreich tätig war. Der Volksmund sprach schnell von den Globuswerken, ein Name, der sich lange hielt und heute sogar offiziell am Gebäude steht. Später wurden sogar Produkte danach benannt. Mittlerweile kennt kaum noch einer den richtigen Firmennamen oder einen der vielen Bezeichnungen aus der DDR-Zeit. Wie auch bei anderen Firmen wurden die beiden ausländischen Ableger nach dem Ersten Weltkrieg beschlagnahmt und sorgten damit für einen großen Absatzrückgang, was zur Folge hatte, dass lediglich das Stammwerk in Leipzig überlebte. Auch die Beteiligung an den Kieselkreidebergwerken in Neuburg wurde beendet. Vermutlich erholte sich die Firma nach dem Ersten Weltkrieg den Umständen entsprechend und konnte die Produktion aufrechterhalten. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage dann aber schwer getroffen und beschädigt, sodass man nur unter Notbedachung auf dem Kesselhaus weiter produzieren konnte. Viele Fabriken versorgten sich damals noch selbst mit Strom und Wärme, sie waren also autark, was durchaus Vorteile, aber auch Nachteile mit sich brachte. Nach dem Krieg gab es Pläne, die Anlage zu verändern und wieder aufzubauen, doch dazu sollte es so nicht mehr kommen. 1949 erfolgte die Verstaatlichung und Umfirmierung in den chemisch-technischen Betrieb VEB Globuswerke Leipzig. Ein Jahr später waren die Kriegsschäden beseitigt und die Produktion in vollem Umfang wieder im Gange. Über die DDR-Zeit folgten typischerweise diverse und abermalige heute unsinnige Umfirmierungen sowie Umbenennungen. So hieß das Werk ab 1957 VVB Sapotex VEB Globuswerke, ab 1969 zählte es zum VEB Kombinat Otto Grotewohl, nur drei Jahre später 1970 VEB Aerosolautomat Karl-Marx-Stadt Betriebsteil Leipzig sowie ab 1980 zum VEB Vitol-Lutherstadt-Wittenberg Betriebsteil Leipzig. Man hatte in der DDR auch die Produktionspalette angepasst. Erdölverarbeitung für Flugzeuge stand nun genauso auf dem Plan wie Seifen, Polituren, Scheuermittel, Bohnenwachs, Putzmittel, Glasreiniger, Zerstäuber und vieles, vieles mehr. Manchmal findet man noch heute in diversen Kellern Mittel wie ATA, Clarofix, Caripol oder Elsterglanz aus diesen Tagen. Es war der führende Reinigungsmittelhersteller in der DDR mit etwa 7800 Mitarbeitern 1987. Ich vermute aber, dass die Zahl nur durch Zweigstellen und andere Betriebsteile erreicht wurde. Selbst in drei Schichten hätte man hier nicht so viele Leute untergebracht. Über dem Haupteingang warb man über Jahre mit Autopflegemitteln. Die Werbung war auch bei unserem Besuch noch immer gut zu lesen. 1972 erhielt das Werk eine Modernisierung im Kesselhaus. Und ihr wisst ja, dass man während den 40 Jahren DDR eher selten für solche Anlagen Geld ausgab. Nach der Wende kam es zur Privatisierung und dem vermutlich letztmaligen Namenswechsel. Sächsische Olefinwerke AG Böhlen stand bis zum Schluss 1995. Danach folgte Leerstand, Zerfall und natürlich Vandalismus. Außerdem war das Erdreich um die Anlage durch die jahrzehntelange Chemieverarbeitung hochgradig kontaminiert. Wohl auch ein Grund, warum sich kaum einer an die Sanierung dieses Werkes wagte.
Zwischen 2009 und 2013 wurde das Kesselhaus sowie einige kleine Nebengebäude abgerissen und der Schornstein gesprengt. Dieser fiel auch in die richtige Richtung, denn die Limburger Straße hatte da auch schon andere Erfahrungen machen dürfen. Ab 2016 wurde das denkmalgeschützte Werk durch die LEWU Unternehmensgruppe für etwa 28 Millionen Euro aufwendig in zwei Bauabschnitten saniert. Es entstanden 62 Wohnungen sowie 5 Atelier- und Büroeinheiten. Außerdem entstand eine Tiefgarage auf dem Grundriss des einstigen Kesselhauses. Damit hat man sehr wahrscheinlich auch eine Menge kontaminiertes Erdreich entfernen können. Ich stelle euch zum Objekt natürlich noch einige viele Links rein. Schaut da also mal rein, wenn euch das näher interessiert. Wir waren insgesamt 2-mal vor Ort. Interessanterweise waren viele ältere Herrschaften dort anzutreffen, vermutlich ehemalige Mitarbeiter. Viel zu sehen gab es in den leeren Hallen nicht. Ursprünglich hatte ich auch dort gefilmt, leider verfolgte mich etwas später großes Pech und die Aufnahmen gingen verloren. Aber die Bilder blieben zum Glück erhalten und heute kann ich sie euch zeigen. Ich verabschiede mich jetzt von euch, von dieser Bilderserie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr uns abonniert, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao.